Die Fraktion der CDU-CSU hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Rechtsstaatlichkeit wahren, Demokratie schützen, Haltung der Bundesregierung zu Straßenblockaden und unangemeldeten Demonstrationen sowie zur Publikation von Regierungsmitgliedern in Magazinen von linksextremistisch beeinflussten Organisationen. Ich bitte jetzt zügig, die Plätze einzunehmen. Es scheint bedauerlicherweise einige Kolleginnen und Kollegen zu geben, die nicht an dieser Beratung teilnehmen können. Ich bitte diese dann zügig, ihre Gespräche aus dem Plenumsrund nach draußen zu verlagern. Und ansonsten bitte ich alle, die jetzt hier weiter teilhaben wollen und können, Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Alexander Trom für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich will zunächst sagen, dass wir selbstverständlich großes Verständnis haben, dass die Frau Ministerin Faeser heute bei dieser Debatte aufgrund privater Umstände nicht teilnehmen kann. Und das will ich einfach vorweg hier erklären. Gleichwohl werden wir uns mit ihrem Verhalten beschäftigen. Und die Frau Ministerin kokettiert ja in letzter Zeit immer damit, dass sich manche noch an eine Frau mit klarer Haltung im Innenministerium gewöhnen müssten. Ich frage mich nur, wann dieser Gewöhnungsprozess beginnen soll, weil ich eine solche klare Haltung von ihr in letzter Zeit schlicht nicht erkennen kann. Ja, sie ist glaubwürdig beim Kampf gegen Rechtsextremismus, aber ein Innenministerium muss in alle Richtungen klar sein, auch gegenüber Linksextremisten. Und da gibt es in letzter Zeit mehr und mehr Zweifel. Denn die Landtagsabgeordnete Faeser hat in einer Postille Antifa des VVN-BDA einen inhaltlich nicht zu kritisierenden Artikel veröffentlicht. Und das, obwohl sie aufgrund einer eigenen Anfrage als Landtagsabgeordnete bescheinigt bekommen hat, dass ihr eigenes Landesamt für Verfassungsschutz diese Organisation für linksextremistisch beeinflusst hält. Sie hat sich also bewusst darüber hinweggesetzt. Und bei einer klaren Haltung hätte ich erwartet, dass sie hier schnell reinen Tisch macht. Sie hat aber alle Anfragen hierzu nicht beantwortet. Vielleicht hatte sie auch hier Bedenken, dass es einen PR-Super-GAU geben könnte, wie sie es ja an anderer Stelle auch befürchtet. Sie hat es damit nur schlimmer gemacht. Dann der Befreiungsschlag in der Bild am Sonntag. Nein, sie würde heute in dieser Postille nicht mehr veröffentlichen. Sie habe ja eine andere Rolle. Eine Innenministerin spielt aber keine Rolle. Sie hat zu jeder Zeit eine klare Haltung gegenüber allen Formen des Extremismus zu haben und auch in jeder Funktion und diese auch ausgewogen zu vertreten. Diese Ausgewogenheit, die lässt sie jedoch vermissen und deswegen schadet sie auch unserem gemeinsamen Kampf, auch ihrem Anliegen, dem Kampf gegenüber dem Rechtsextremismus. Und damit hat es eine andere politische Bedeutung bekommen. Deswegen habe ich eine Abgeordnetenanfrage an Sie gestellt, wie denn Ihr Bundesamt für Verfassungsschutz diese Organisation einstuft und wie sie zukünftig selbst damit umgehen möchte. Diese Frage konnte sie mir zunächst nicht beantworten, hat Fristverlängerung beantragt vor der Innenausschusssitzung am Mittwoch, hat sie auch im Innenausschuss nicht beantwortet, wobei es ganz einfache Fragen sind. Gestern Nachmittag dann die Antwort, eigentlich eine Nichtantwort
Aus Gründen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland könne man meine Fragen nicht beantworten. Und deswegen, wo ist die klare Haltung der Bundesinnenministerin? Nur am Rande sei erwähnt. Diese Antwort mit Fristverlängerung auf den 17.02. war dann zurückdatiert auf den 15.02. Dilettantischer kann man es nicht machen. Da sind einige offensichtlich in Berlin und in der Regierung noch nicht angekommen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich heute erneut eine Anfrage an die Bundesregierung, eine Abgeordnetenfrage an die Bundesregierung gestellt, und zwar wortgleich, identisch mit dem Text der Frau Landtagsabgeordneten Faeser, die sie damals an die Landesregierung gestellt hat. Insofern bin ich gespannt, ob die Bundesministerin Faeser jetzt mir diese Frage beantwortet, die sie damals als Landtagsabgeordnete selbst gestellt hat und beantwortet bekommen hat. Insofern Fortsetzung folgt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein paar wenige Sätze noch der zweiten Ministerin, die letzten Tage verhaltensauffällig geworden ist. Die Frau Lemke hat gesagt, Autobahnblockaden seien ein legitimes Mittel des zivilen Ungehorsams. Wie kann man rechtlich weiter davon entfernt sein? Es sind Straftaten, und Straftaten sind nicht zu rechtfertigen. Und vor allem darf der Zweck niemals die Mittel heiligen. Folgendes Beispiel: Impfbus in meiner Heimatstadt Heilbronn wird von militanten Impfgegnern blockiert. Wäre das ein Mittel des zivilen Ungehorsams? Mit Sicherheit nein. Und das gilt für alle Zwecke, und da hat sich auch die Bundesministerin Lemke daran zu halten. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Elisabeth Kaiser für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die heutige Aktuelle Stunde, die die CDU-CSU-Fraktion auf die Tagesordnung gesetzt hat, die lässt mich schon ein Stück weit an der Seriosität, an der politischen Seriosität der Union zweifeln. Ein neu rechtes Blatt, das vor allen Dingen die AfD hofiert und die Bild-Zeitung initiieren eine Schmutzkampagne, und die Union nimmt diese Steilvorlage ungeniert und ohne Berührungsängste auf. Sie blähen das Ganze sogar noch auf, werfen alles in einen Topf, was sich populistisch vermeintlich ausschlachten lässt. Die Bundesinnenministerin für Extremismus oder Straßenblockaden mit verantwortlich zu machen, ist aberwitzig. Mit Nancy Faeser hat unsere Demokratie eine starke Verteidigerin, die es schon viele Jahre zuvor an dieser Stelle gebraucht hätte. Und zu den Aktionen der Klimaaktivistinnen und Aktivisten in der Hauptstadt hat die regierende Bürgermeisterin in Berlin auch sehr klare Worte gefunden. Kritik für Klimaschutz ist legitim, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr selbstverständlich nicht. Da sind wir uns in der Koalition auch einig. Unser Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, ist sehr wohl intakt, und das wissen Sie genauso gut wie ich. Aber Ihnen scheint gegenwärtig ja nicht zu billig, um von den Rechtsausreißern in Ihren eigenen Reihen abzulenken. Denn warum dieses ganze Theater hier heute Abend? Ich sage nur zwei Namen: Otte und Maaßen. Da spendet ein CDU-Mitglied an die AfD und tritt für die Rechtsextremen auch zur Bundespräsidentenwahl an. Das war eine gezielte Beschädigung des Ansehens dieses Amtes, und die Union tut so, als hätte sie damit nichts zu tun gehabt. Dabei saß doch Herr Otte in den letzten Jahren im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Und Herr Maaßen, den machte Ihr damaliger Innenminister zum Verfassungsschutzchef mit fatalen Folgen. Erst die Skandale um die Aufklärung des NSU-Terrors,
dann die Verharmlosung von rassistischen Ausschreitungen und das Aussitzen der Beobachtung des parlamentarischen Arms der extremen Rechten der AfD. Das alles war nur möglich, weil es die Unionsführung über Jahre hinweg versäumt hat, der Bedrohung gegen rechts mit klaren Maßnahmen zu begegnen. Und die Folgen dieser gescheiterten Innenpolitik manifestieren sich doch in den tragischen Mord an Walter Lübcke sowie den Anschlägen in Halle und Hanau. Viel mehr als Worte zu diesen furchtbaren Ereignissen haben wir in der letzten Wahlperiode nicht gesehen. Sogar den eigenen Innenminister haben sie zum Schluss ausgebremst. Wir als SPD, wir nehmen die Gefahr hingegen sehr ernst. Als Antifaschistinnen und Antifaschisten stehen wir an der Seite der Zivilgesellschaft, an der Seite der Opfer rechter Gewalt und an der Seite der Überlebenden des Nationalsozialismus. Das hat nichts mit Extremismus zu tun, sondern ist eine Grundhaltung gegen faschistische, menschenfeindliche und autoritäre Ideologien. Dieser Standpunkt ist für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine Selbstverständlichkeit. Und das sollte auch für Sie gelten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn eine Sozialdemokratin also in einer antifaschistischen Zeitung über die Bedrohung des NSU 2.0 schreibt und das skandalisiert wird, dann frage ich mich wirklich, wo hier das Problem liegt. Die letztes Jahr verstorbene, beeindruckende Auschwitz-Überlebende und Ehrenvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Esther Bejarano, sie mahnte, dass wir als Gesellschaft und Politik alles dafür tun müssen, unsere Demokratie vor alten und neuen Menschenfeinden zu bewahren. Und daran sollten wir uns ein Vorbild nehmen. Wenn dieser Verein so eine Gefahr für die Demokratie darstellt, wie Sie es versuchen, gerade so zweifelhaft glaubhaft machen zu wollen, dann müssen Sie schon erklären, wie es denn dazu kommt, dass der hessische Finanzminister Boddenberg, der Europastaatssekretär Becker und der Landtagsabgeordnete Serke alle mit CDU-Parteibuch kürzlich die Frankfurter Erklärung für Solidarität in der Corona-Krise und gegen rechts unterschrieben haben, die eben auch der VNN mitgezeichnet hat. Auf die Antwort bin ich gespannt. Ich fürchte aber, die CDU-CSU-Fraktion hängt in längst überholten Denkmustern fest. Nancy Faeser hingegen ist auf der Höhe der Zeit. Und ich bin sehr froh, dass wir endlich eine Innenministerin haben, die klare Kante gegenüber der Bedrohung, der schwierigsten Bedrohung in unserem Land zeigt, nämlich dem Rechtsextremismus. Und mit dem Aktionsplan gegen Rechtsextremismus wird die Entwaffnung von militanten Neonazis, Reichsbürgern und Rassisten endlich konsequent vorangetrieben. Das Demokratiefördergesetz wird ein Meilenstein für die Präventionsarbeit und politische Bildung sein. Und unsere Devise, die ist damit klar: Zivilgesellschaft stärken und keine Toleranz gegenüber Rechtsextremisten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, Sie sehen doch, wir haben viel vor in der Koalition. Kollegin. Es wäre schön, wenn Sie da uns unterstützen würden, anstatt mit irgendwelchen Ablenkungsmanövern Ihre missratene Politik im Innenbereich zu vertuschen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Martin Hess für die AfD-Fraktion dort oben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, die Innenministerin der Bundesrepublik Deutschland und damit die oberste Dienstherrin der Sicherheitsbehörden des Bundes ist für jeden offensichtlich eine Antifa-Freundin. Das ist unerträglich, insbesondere für all jene Beamte, die unseren Staat und unsere Gesellschaft auf der Straße verteidigen und dafür von genau jener Antifa mit Flaschen, Steinen und Brandsätzen angegriffen werden. Darüber hinaus setzt diese Ministerin auch die völlig falschen Prioritäten in der Innenpolitik, weil sie anscheinend selbst einem linksextrem beeinflussten Weltbild anhängt. Und deshalb müssen wir eines klar konstatieren: Die Bundesinnenministerin ist ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Bei der Beurteilung von Demonstrationen legt sie eine unerträgliche Doppelmoral an den Tag. Regierungsfreundlicher Protest ist in Ordnung, aber regierungskritischer Protest wird als rechtsextrem diffamiert. Bei den Fridays for Future-Versammlungen lief die Ministerin selbst mit und machte sogar auf Twitter Werbung dafür, obwohl die Initiatoren offen mit Linksextremisten kooperierten. Aber wenn im ganzen Land hunderttausende Bürger gegen die überzogenen Corona-Maßnahmen der Regierung
Bevölkerung friedlich protestieren, ruft diese Innenministerin die Bürger per Twitter zum Verzicht auf das Demonstrationsrecht auf. Dazu kann ich nur eines ganz klar sagen: Das Demonstrationsrecht gilt in Demokratien auch und insbesondere für Regierungskritiker, und das werden wir uns von niemandem nehmen lassen. Und eine massive Fehleinschätzung der Innenministerin erleben wir auch bei der Extremismusbekämpfung. Die Ministerin erklärt den Rechtsextremismus zur größten Gefahr und widmet seiner Bekämpfung die höchste Priorität. Im Innenausschuss hat sie dabei gestern sogar allen Ernstes behauptet, dies würden die Zahlen belegen. Und dabei ist genau das Gegenteil richtig. Laut Europol-Statistik gab es in Europa zwischen 2015 und 2020 26 rechtsterroristische Anschläge mit 10 Toten. Im selben Zeitraum verübten aber islamistische Terroristen 107 Anschläge mit 382 Toten. Wir haben in Deutschland 73 rechtsextremistische, aber 554 islamistische Gefährder. Und letztes Jahr hat der Generalbundesanwalt bis Oktober 210 Ermittlungsverfahren mit islamistischem Terrorbezug eingeleitet, aber nur 5 Ermittlungen gegen Rechtsextremismus. Allein der Rizinbombenanschlag von Köln hätte 13.500 Todesopfer und noch einmal so viele Verletzte fordern können, wenn ihn unsere Sicherheitsbehörden nicht verhindert hätten. Deshalb belegen diese Zahlen eindeutig: Der islamistische Terror ist die größte Sicherheitsgefahr in unserem Land, und dem müssen wir unsere oberste Priorität widmen. Gestern wurden hier mehrmals die Namen der Opfer von Hanau vorgelesen. Die Namen der Opfer des islamistischen Terroranschlags vom Breitscheidplatz, die wurden im Bundestag noch nicht ein einziges Mal erwähnt. Ihre Namen sind Anna und Georgi Bagratuni, Sebastian Berlin, Nada Cismarova, Dalia Eliakim, Christoph Herrlich, Fabrizia Di Lorenzo, Klaus Jakob, Angelika Klösters, Dorit Krebs, Lukas Oban und Peter Völker. Und ich sage Ihnen alles in eines in aller Deutlichkeit: Auch alle Opfer dieses barbarischen islamistischen Terrors haben unser Gedenken verdient. Eine Bundesministerin, die sich beharrlich weigert, den islamistischen Terror als größte Sicherheitsgefahr für Deutschland zu benennen, die will nicht die Sicherheitslage verbessern, sondern ihre linksgrüne Ideologie durchsetzen. Das belegt auch Nancy Faesers Nähe zum Linksextremismus, an dem kein Zweifel bestehen kann. Sie hat wenige Monate vor ihrer Ernennung im Antifa-Magazin einen Beitrag veröffentlicht. In derselben Ausgabe wurde brutale linksextremistische Gewalt als Selbstschutz gerechtfertigt, wurden unsere Sicherheitsbehörden als Komplizen von Rechtsextremisten diffamiert. Nicht einmal jetzt ist sie dazu bereit, sich vom Antifa-Magazin zu distanzieren. Und darüber hinaus hat sie sich 2016 auch noch offen mit Antifa-Mitgliedern abbilden lassen. Wer so offen seine Nähe zum Linksextremismus demonstriert, kann und darf das Bundesinnenministerium nicht leiten. Die Innenministerin hofiert die Polizeifeinde von der Antifa und spricht dem friedlichen Protest kritischer Bürger die Berechtigung ab. Sie will die Plattformen des freien Meinungsaustauschs zensieren oder sogar abschalten. Und sie kündigt eine Koalition der Willigen für noch mehr Asylzuwanderung nach Europa an, obwohl die eigenen Sicherheitsbehörden massiv davor warnen. Mit all dem missachtet sie bewusst und gewollt die fundamentalen Freiheitsrechte und vitalen Sicherheitsinteressen der Bürger unseres Landes. Deutschland braucht keine Antifa-Ministerin, sondern einen Innenminister, für den die Freiheit und die Sicherheit der Bürger oberste Priorität genießt. Und deshalb sollte die Innenministerin so schnell wie möglich ihren Stuhl räumen. Eine linksgrün-rote Ideologin ist im Amt des Bundesinnenministers fehl am Platz. Das Wort hat die Kollegin Dr. Irene Mihalic für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union! Die ersten 4 Worte Ihres Titels für diese Aktuelle Stunde, Rechtsstaatlichkeit wahren, Demokratie schützen, das sind ganz zentrale Forderungen. Die unterschreiben wir hier heute sofort mit allem Nachdruck. Vielen Dank, dass Sie diese Eule nach Athen getragen haben. Unterhalb
Dieser Selbstverständlichkeit kommt dann das, worum es Ihnen hier heute in Wirklichkeit geht, und das ist bestenfalls irdisch. Sie möchten hier noch einmal Ihre Zitate, die Sie letzte Woche der Presse gegeben haben, laut machen, falsche Vorwürfe wiederholen und Regierungsmitglieder in ein falsches Licht stellen. Dem treten wir deutlich entgegen, und diese plumpen Versuche, Mitglieder der Bundesregierung zu diskreditieren, weisen wir aufs Schärfste zurück, meine Damen und Herren. Ich sage es hier noch einmal, auch in der Sache klipp und klar. Unangemeldete Blockaden auf Autobahnen stellen selbstverständlich eine massive Gefährdung für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und auch Einsatzkräfte dar. Das kann ich auch aus meiner früheren beruflichen Erfahrung sagen. Und angesichts solcher Gefahren ist auch das Versammlungsrecht unmissverständlich. Und jede Form des Protestes hat die Verantwortung, auszuschließen, dass Menschen gefährdet werden oder dass gar jemand zu Schaden kommt. Nichts anderes hat im Übrigen auch die Bundesumweltministerin im Kern ausgeführt, und zwar völlig unmissverständlich. Das konnte jeder, Herr Amthor, das konnte jeder, der sich die Frage und die Antwort zusammen angehört hat und ein ernsthaftes Interesse daran hatte, auch erkennen, meine Damen und Herren. Und wer Zitate in sinnentstellender Weise aus dem Zusammenhang reißt oder nach der Überschrift aufhört zu lesen und damit versucht, Zweifel am Rechtsstaatsverständnis einer Bundesministerin zu streuen, der sollte mal besser sein eigenes Rechtsstaatsverständnis hinterfragen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, das, was Sie hier abziehen, ist so lächerlich wie durchschaubar. Das alles sagt mehr über Sie selbst aus als über die Angegriffenen. Und es ist wirklich enttäuschend, und das meine ich aus tiefstem Herzen, es ist wirklich enttäuschend, wie Sie versuchen, mit solchen Manövern, die in der Sache völlig ins Leere laufen, billige Punktgewinne am rechten Rand zu erzielen. Als wir diese Koalition eingegangen sind, da ging es uns natürlich darum, unser Land inhaltlich voranzubringen, aber eben auch eine politische Kultur des gegenseitigen Respekts und des Anstands zu etablieren. Und dazu will ich Ihnen mal ein Beispiel nennen. Als Friedrich Merz Anfang Januar seinen Gastbeitrag im Fokus veröffentlichte, stand dort die Überschrift, ich zitiere, Corona-Angst-Szenarien treiben immer mehr normale Bürger in den gewaltsamen Protest. Wäre das ein Beitrag einer Grünen gewesen, hätten Sie nach der Überschrift aufgehört zu lesen und erst einmal laut Skandal geschrien. Aber Lesen bildet ja bekanntlich, und deshalb haben wir uns den ganzen Text angeschaut und festgestellt, dass man Friedrich Merz ganz sicher nicht unterstellen kann, gewaltsame Proteste zu legitimieren, wie das die Überschrift vielleicht suggeriert. Aber im Gegensatz zu Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir danach keine Aktuelle Stunde beantragt, um Zweifel am Rechtsstaatsverständnis Ihres heutigen Fraktionsvorsitzenden zu streuen, denn wir als Ampelkoalition suchen die Auseinandersetzung mit Ihnen in der Substanz und nicht in übler Nachrede. Und in diesem Sinne weisen wir entschieden jeden Versuch Ihrerseits zurück, Mitglieder dieses Kabinetts in die Nähe von Rechtsstaats- und Demokratiefeindlichkeit zu rücken. Was Sie insinuieren, ist eine Unverschämtheit, und es wäre gut, wenn Sie wenigstens den Anstand hätten, sich dafür zu entschuldigen. Wir wissen, und das spüren wir hier mit jeder Ihrer Reden, die Oppositionsrolle ist neu für Sie. Aber Sie werden feststellen, und lassen Sie sich das von einer erfahrenen Oppositionspolitikerin einmal sagen, Sie werden feststellen, dass die Menschen von Ihnen mehr erwarten als durchschaubare Aktionen zur Herabwürdigung von Mitgliedern der Bundesregierung. Lassen Sie uns ernsthaft, und das meine ich wirklich so, lassen Sie uns ernsthaft um Inhalte streiten, um die besten Konzepte. Damit gewinnen Sie auch Profil in der öffentlichen Debatte. Inszenierte Scharmützel interessieren da draußen niemanden, und das völlig zu Recht, meine Damen und Herren, wie ich finde. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Martina Renner für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion.
In den vergangenen Jahren haben über mehr als 100 Menschen, überwiegend Frauen, die sich in der Öffentlichkeit gegen Neonazis engagieren, Drohbriefe mit Mord- und Gewaltfantasien bekommen. Unterzeichnet mit NSU 2.0. Diese Frauen wie Seda Başayıldız, İdil Baydar oder Nancy Faeser wurden mit dem Tod bedroht, weil sie Demokratie und Rechtsstaat aktiv verteidigen. Allen, die täglich gegen Rassismus, Antisemitismus und Frauenhass Stellung beziehen, muss unser Dank gelten. Die CDU-CSU attackiert mit der VVN-BDA stellvertretend diese Engagierten, die aus Überzeugung Antifaschisten und Antifaschistinnen sind. Antifaschismus erfordert Haltung und ist nicht beliebig. Es reicht nicht, in Sonntagsreden den Gestus der harten Hand gegen rechts zu postulieren oder politische Allgemeinplätze zu verkünden. Antifaschismus bedeutet die unversöhnliche Gegnerschaft zu neuen und alten Neonazis mitsamt ihren politischen Wegbereitern. Antifaschismus bedeutet Solidarität mit denen, die von Nazis bedroht werden, und den aktiven Einsatz dafür, dass diese Menschen geschützt werden und Nazis zurückgedrängt. Und Antifaschismus bedeutet auch, die infamen Behauptungen, die Nazis seien auch irgendwie sowas wie Sozialisten, zu enttarnen als das, was es ist, schamlose Geschichtsfälschung und Verkehrung von Opfern und Tätern. Und wenn solche Lügen in auch bundesdeutschen Zeitungen stehen, sagen wir, wir weisen solche Lügen zurück. Liebe Demokraten und Demokratinnen in diesem Haus, wir befinden uns in der Woche des Jahrestages des Anschlages von Hanau. 9 junge Menschen wurden von einem Rassisten aus Hass ermordet. Rassismus und die damit einhergehende Bedrohung von Menschen ist Alltag in dieser Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund finde ich es unerträglich, dass die Union in dieser Woche gemeinsam mit der AfD die Hetzkampagne weiterführt, die von der extrem rechten Jungen Freiheit und der Springerpresse losgetreten wurde. Die Demokratie schützt nicht, und da meine ich Sie. Wer mit Rassisten und Antisemiten in der AfD gemeinsame Sache macht und neurechten Postillen politische Macht gibt. Sie, die CDU, CSU und die AfD sitzen jetzt gemeinsam rechts im Plenum. Und ich finde, da sitzen Sie gut. Eine Bemerkung will ich mir an der Stelle nicht verkneifen. Unter Merkel hätte es so eine Aktuelle Stunde nicht gegeben. Ja. Wir für unseren Teil, wir bleiben Antifaschistinnen. Wir halten das Andenken der Opfer und Überlebenden des faschistischen Terrors aufrecht und das der Widerstandskämpferinnen. Wir sind stolz darauf, dass in unseren Reihen so viele Mitglied sind im VVN-BDA wie ich selbst. Und wir werden nicht ruhen, bis der Schwur von Buchenwald, eine Welt ohne Nazis und Krieg, Realität geworden ist. Und weil Sie vorhin auch schon wieder reingerufen haben, aber der Verfassungsschutz meint, ich will Ihnen etwas sagen, es ist eine Farce, sich in dieser Frage auf eine Behörde zu beziehen, die qua Auftrag und Geschichte Linke diffamiert und Rechte schützt. Meine Damen und Herren, zu dem zweiten Teil Ihres Titels der Aktuellen Stunde. Die Demokratie in Deutschland ist wahrlich nicht gefährdet, wenn junge Menschen, die für die Belange der zukünftigen Generationen oder soziale Gerechtigkeit sich auf die Straße setzen. Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Deutschland sind bedroht von Neonazis, Rassisten und Antisemiten, von rechten Mobs, die mit Fackeln vor Häuser von Politiker und Politikerinnen aufmarschieren. Dagegen müssen wir die Demokratie verteidigen. Sie muss verteidigt werden gegen die extrem rechte Hetze in den sozialen Medien. Sie muss verteidigt werden gegen die im Parlament sitzenden Stichwortgeber rechter Gewalt. Sie, CDU, CSU, greifen die Innenministerin dafür an, dass sie als SPD-Abgeordnete in Hessen genau das getan hat, die Demokratie zu verteidigen. Ich finde, Sie sollten sich für diese Aktuelle Stunde schämen.
So, während hier gerade das Pult hergerichtet wird zum weiteren Verlauf der Debatte, sage ich einfach hier an, dass ich mir vorab das gesamte Protokoll dieser Debatte kommen lasse und sowohl die hier vorn schwer verständlichen Zwischenrufe, so sie dokumentiert sind, als auch gegebenenfalls zu kritisierende Inhalte von Reden anschauen werde. Ich behalte mir insgesamt vor, nachträglich damit entsprechend umzugehen, ohne jetzt hier in irgendeine Richtung das weiter zu qualifizieren. Ich bitte ansonsten auch alle Anwesenden zu überprüfen, ob in einer Debatte, die ja auch emotional geführt wird, gegebenenfalls bei dem einen oder anderen der Nasen-Mundschutz verrutscht ist und die Nase plötzlich freigelegt wurde oder auch andere Teile, die hier entsprechend geschützt werden sollen. So, wir fahren nun fort in der Aktuellen Stunde. Das Wort hat die Kollegin Sandra Bubendorfer-Licht für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass ausgerechnet die Unionsfraktion eine Aktuelle Stunde zum Thema Haltung anmeldet, das hat mich durchaus erheitert. Ausgerechnet diese Fraktion, die es selbst mit Haltung in den letzten 16 Jahren nicht so genau genommen hat. Dünne Köstchengeschachter, Mautdesaster, Maskendeals, mir fallen so viele Beispiele ein, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Fakt ist, Haltung ist eines der Themen, wo die Union uns als Fortschrittskoalition wirklich gar nichts mit auf den Weg geben kann. Dabei ist sie so wichtig. Eine geradlinige und klare Haltung ist der Grundpfeiler für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und da es eine Aktuelle Stunde ist, lassen Sie uns jetzt hier ganz aktuell werden. Dazu schauen wir am besten in meine bayerische Heimat. Haltung zeichnet sich durch Geradlinigkeit aus. Geradlinigkeit ist ein Wort, welches Markus Söder vermutlich nicht mal im passiven Wortschatz hat. An einem Tag ist er Team Vorsicht, am anderen Tag Team Revoluzzer. Haltung ist, was opportun ist. Diese Show und Beliebigkeitspolitik ist Gift für unsere Demokratie und den Rechtsstaat. Denn damit gefährdet man das Vertrauen in unser System, bestärkt Zweifel und lässt das Gefühl von Willkür aufkommen. Die Ausgangssperren in Bayern sind hier ein gutes Beispiel. Markus Söder, damals Team Vorsicht, verschärfte die Bund-Länder-Vereinbarung massiv nach und sperrte die Bürgerinnen und Bürger grundlos zu Hause aus. Das sehe ich nicht nur ich so, sondern das sah auch das Bayerische Verwaltungsgericht, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, eindeutig so in seinem Urteil im vergangenen Jahr. Und noch aktueller ist der Geeiere bei der berufsbezogenen Impfpflicht. Wenn man vor 2 Monaten noch einem Gesetz sowohl hier im Hohen Hause als auch im Bundesrat zustimmt und vehement dessen Umsetzung fordert, man nun aber nichts mehr davon wissen will und Ankündigungen macht, dieses Gesetz de facto nicht zur Anwendung kommen zu lassen, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in diesem Land. Sie müssen uns als Ampelkoalition sicherlich nicht erklären, wie Freiheitsrechte und Grundrechte zu wahren und schützen sind. Dass Sie nun versuchen, die Thematik rund um die Straßenblockaden und den Beitrag von Frau Faeser auszuschlachten, zeigt auch eines immer noch sehr deutlich. Sie müssen Ihre Rolle in der Opposition noch immer finden. Und es wurde höchste Zeit, dass die Fortschrittskoalition das Regierungsruder in diesem Land übernommen hat. Und innerhalb der Koalition sind wir uns absolut einig,
Straßenblockaden, die Rettungskräfte behindern und Menschen in Gefahr bringen, völlig indiskutabel sind. Und damit nicht genug, wenn es mit schrillen, pauschalen Anschuldigungen nichts wird, dann skandalisieren Sie jede Kleinigkeit. Nichts anderes tun Sie gerade bei Bundesministerin Nancy Faeser und ihrem Beitrag. Ich persönlich möchte mir nicht ausmalen, was es mit einem Menschen macht, der ein Drohschreiben eines NSU 2.0 erhält, in dem man um das eigene Leben fürchten muss. Diesen Vorgang aber nun zu drehen, dass sie als Innenministerin in einem Antifa-Magazin geschrieben hätte, ist mehr als konstruiert. Frau Faeser hat sich in Hessen sehr verdient gemacht in ihrer Arbeit rund um den NSU-Untersuchungsausschuss. Und auch inhaltlich hat sie in diesem Beitrag wirklich den richtigen Ton gefunden. Und hierbei hätte ich mir von Ihnen als Unionsfraktion etwas mehr Demut gewünscht, gerade im Hinblick auf Personalien aus Ihren eigenen Reihen, wie zum Beispiel Herrn Maaßen. Fortschrittskoalition sagen jeglichen Extremismus den Kampf an, egal ob von rechts oder links oder religiös motiviert. Und in Bundesinnenministerin Nancy Faeser haben wir dabei eine echte Unterstützerin. Und das haben wir in unserem Koalitionsvertrag festgehalten und das werden wir gemeinsam auch umsetzen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, lassen Sie uns endlich wirklich zu den relevanten und dringlichen Themen in der Innenpolitik kommen. Von diesen gibt es nach 16 Jahren unionsgeführten Innenministerium nämlich genügend. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Helge Lind für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich las den Titel der Aktuellen Stunde und ging davon aus, es wäre ein Antrag der AfD-Fraktion. Dann sah ich, er kam von der Union. Das sagt, glaube ich, viel über den Hintergrund dieser Aktuellen Stunde. Sie nutzen diese ja, um im McCarthy-Stil einen Angriff wegen eines Artikels von Nancy Faeser im Magazin Antifa zu reiten. Und dazu stelle ich Folgendes fest. Erstens, ich habe selbst unlängst mit VVN BDA gegen die Instrumentalisierung und Leugnung des Holocaust von Querdenkern in meiner Stadt Wuppertal demonstriert. Ich habe das bewusst und stolz gemacht. Und ich machte das in der Tradition von Esther Bejarano, die in der Vergangenheit immer dort, bevor sie starb, Stellung bezog und das auch machte mit Microphone Mafia zusammen. Ich frage mich, wo war bei diesen Demonstrationen gegen die Leugnung des Holocaust die CDU? Nicht da. Zweiter Punkt. Schon erwähnt, richtigerweise findet sich Finanzminister Boddenberg, Altoberbürgermeisterin Roth, Antisemitismusbeauftragter Becker auf der Frankfurter Erklärung zusammen mit dem VVN BDA. Recht so und gut so. Wie reagieren Sie davon? Wie reagieren Sie darauf? Parteiausschluss, Ordnungsverfahren, Sanktionen gegen diese Personen, weil sie sich solidarisch mit VVN BDA für eine demokratische Gesellschaft einsetzen? Dritte Frage, die ich aufwerfe. Josef Schuster, Zentralrat der Juden in Deutschland, hat sehr deutlich seine Irritation zum Ausdruck gebracht, als zeitweilig die Gemeinnützigkeit dem VVN BDA entzogen war. Er hielt das für nicht nachvollziehbar und ein falsches Signal. Und im Übrigen mahnte er auch die CDU dazu, dass Herr Maaßen auffalle durch Antisemitismus und Volksverhetzung. Ist nun Josef Schuster ein Propagandist, ein Apologet des Linksextremismus, frage ich. Ich fasse zusammen, Ihr Antrag ist vor allem eines und im doppelten Sinne, der ist trampelig. Er ist tump, dumm und er ist zugleich in schierer Manier populistisch und trumpistisch. Er ist ein Ablenkungsmanöver von genug Skandalen, die ein Anlass wären für Aktuelle Stunden. Maskenskandal, Maskenbeschaffungsskandal, Augustus Intelligence,
andere fragwürdige Finanzgebarensachen, alles interessant und diskussionswürdig. Auch zum Beispiel das interessante Organ The Republic, von dem das Mitglied des Zukunftsteams von Armin Laschet, Peter Neumann, sagte, das sei AfD-affiner Ramsch. Recht hat er. Und ich erwähne noch etwas an dieser Stelle. Sie lenken nicht nur ab, das ist schon schlimm genug. Sie machen das 2 Tage vor dem Gedenktag von Hanau und 1 Tag nach Prozessbeginn NSU 2.0. Und weil das noch nicht der Gipfel der Geschmacklosigkeit, Anstandslosigkeit und Pietätlosigkeit und Ruchlosigkeit, alles 4 zusammen ist, haben Sie die gestrige Debatte von Hanau missbraucht, um ein Ablenkungsmanöver mit dem typischen Reizreflex gegen Linksextremismus zu fahren und Nancy Faeser zu attackieren. Das ist jenseits von jedem Anstand. Wenn Sie Anstand im Leib hätten, dann würden Sie diese Energien einsetzen, um Peter Beuth zur Rede zu stellen. Denn Peter Beuth sagt ja, auf seiner Seite auch, Innenminister in Hessen, seine Kernaufgabe wäre die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dann sagen Sie ihm, dass er seinen Job machen muss. Denn es gibt nirgendwo eine so gefährdete innere Sicherheit, eine solche Gefährdung der Sicherheit, wie es bei den Opfern von Rassismus und Rechtsextremismus ist. Herr Beuth, machen Sie Ihren Job, und es ist Ihre verdammte Aufgabe, ihn dazu aufzufordern oder zum Rücktritt aufzufordern. Und hiermit kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, worüber wir hier eigentlich sprechen müssten. Vor wenigen Tagen erschien ein Video einer Berlinerin, Dilan Cösery, und sie sagte folgenden Satz: Ich wurde zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin. Und in dem Satz steckt alles, steckt die entscheidende Wahrheit, die wir viel zu selten aussprechen, weil wir uns in Betroffenheitsfloskeln bewegen, manchmal gut meint, weil wir von Versöhnung sprechen und allem anderen. Aber wir sprechen nicht das Entscheidende aus. Und das Entscheidende ist, und das sollten Sie sich wirklich ins Stammbuch schreiben lassen, das ist Solingen, Hoyerswerda, Rostock, NSU, Kassel, Chemnitz und Hanau. Das ist die Linie, und das sind keine Versehen der Geschichte, keine Ausbrüche, keine Einzelfälle. Das ist das entscheidende Problem in diesem Land. Wir haben nicht ein Antifa-Problem in diesem Land. Wenn wir mehr Antifaschismus in Strukturen überall hätten, wäre es nicht zu diesen Taten gekommen. Nein, wir haben ein Faschismusproblem in diesem Land. Und mit solchen Anträgen vermindern Sie dieses Problem nicht. Sie tragen eher dazu bei, es zu verstärken. Demut fehlt Ihnen. Aber versuchen Sie selber, wenn Sie in sich hören, wenn Sie mal überlegen, dass Sie in eigenen Reihen Menschen haben, die wissen, was Rassismus bedeutet, was er aus Menschen macht, was Bedrohung, Gewalt aus diesen Menschen macht. Erweisen Sie sich eine Sekunde würdig denen, die in 2 Tagen da in Hanau sitzen und die erleben mussten, wie ihre Kinder ermordet wurden, die dann noch erlebt wurden, wie sie selbst mitsterben, weil die Ursachen nicht aufgeklärt werden und die ein drittes Mal ermordet werden, weil im Nachhinein so dilettantisch und unerträglich selber verschleiert wird, was geschehen ist. Das wäre Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, solche Aktuellen Stunden beantragen und nichts anderes. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Philipp Amthor das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben diese Aktuelle Stunde als Fraktion beantragt, um berechtigte Kritik zu üben an Bundesministerin Faeser, an Bundesministerin Lemke. Aber ich sage auch deutlich, nach den Einlassungen, die wir hier gehört haben aus der SPD-Bundestagsfraktion, will ich auch noch mal sagen, für meine Fraktion, liebe Frau Abgeordnete Kaiser, es ist eine bodenlose Unverschämtheit gewesen, aus Anlass dieser Aktuellen Stunde uns eine Mitverantwortung zuzuweisen am Tod unseres Parteifreundes Walter Lübcke. Das ist unparlamentarisch, das war eine bodenlose Frechheit, und da sollten Sie noch mal genau in dieses Manuskript gucken, das Sie da abgelesen haben. Und es kann nicht sein, wenn wir hier dieses Verhalten der Innenministerin zum Thema machen, wenn wir im Innenausschuss Fragen dazu stellen, die uns nicht beantwortet werden, dass Sie uns hier versuchen, ein Rechtsextremismusproblem zu attestieren, um von diesem Thema abzulenken, das ist unparlamentarisch, das ist in der Sache nicht gerechtfertigt, und das weisen wir auch zurück. Und ich sage Ihnen deutlich, es ist nicht die Unverschämtheit
dass wir als größte Oppositionsfraktion heute dieses Thema aufrufen, sondern es ist eine Unverschämtheit, dass Sie versuchen, sich hier wegzuducken. Und ich sage Ihnen auch, wenn Sie so, wie wir es gehört haben im Innenausschuss, der Unionsfraktion die Kritik absprechen wollen an Nancy Faeser, mit Verweis darauf, dass wir ein ungeklärtes Verhältnis zu Max Otte und zur Werteunion hätten, dann kann ich Ihnen nur sagen, wir haben sofort gehandelt, den rausgeworfen aus der Partei. Und der Maßstab für eine Bundesinnenministerin sollte nicht Max Otte sein, sondern das sollten Leute sein wie Wolfgang Schäuble, Thomas de Maizière und andere. Und davon ist Frau Faeser im Moment lange, lange entfernt. Und sie kann heute aus persönlichen Gründen nicht dabei sein, das respektieren wir. Aber andererseits akzeptieren wir nicht, dass unsere Fragen im Innenausschuss nicht beantwortet werden zu der Veröffentlichung, die Nancy Faeser eben in dieser Publikation im Umfeld der linksextremistisch beeinflussten Vereinigung VVN getätigt hat. Und wir fragen, wie kam die Kooperation eigentlich zustande? Wir fragen, hat Frau Faeser eigentlich mal Beiträge, Spenden, weitere Grußworte an VVN gegeben? War sie gar Mitglied? Zu alledem gibt sie keine Antwort. Und wir finden, dafür gibt es keinen plausiblen Grund, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will auch noch mal deutlich sagen, weil das hier aufkam, wir haben keine Kritik am Inhalt dieses Beitrages, sondern vor allem an dem Umgang der Innenministerin mit der Kritik. Wie kann man so dünnhäutig an dieser Stelle sein? Und vor allem, wie kann man hier jetzt gleich auf eine Medienkampagne abstellen, nur weil eine Oppositionsfraktion Fragen hat, die Ihnen nicht passen? Das funktioniert so nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage auch, der richtige Einsatz von Frau Faeser gegen den Rechtsextremismus, den wir respektieren und unterstützen, oder auch ihre klare Haltung, auf die sie verwiesen hat, zur Kritik an Gewalt gegen Polizisten im Dannenröder Forst, das ist alles richtig. Aber es ist keine Ausrede dafür, dass sie den kritischen Blick auf VVN vermissen lässt, den Verfassungsschutzbehörden in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und deswegen ist für uns klar, eine Bundesinnenministerin muss es ernst nehmen, wenn Verfassungsschutzbehörden in der Bundesrepublik Deutschland einen kritischen Blick auf eine Vereinigung haben. Und ich sage, es ist eine Belastung auch für unsere Verfassungsschutzbehörden, das einfach beiseite zu wischen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist auch richtig, dass wir uns in dieser Aktuellen Stunde eben auch noch mal beschäftigen wollten mit der Haltung von Frau Lemke eben zur Versammlungsfreiheit. Und da sage ich Ihnen, die Versammlungsfreiheit in Artikel 8 des Grundgesetzes ist ein hoher Wert in unserer Verfassung. Er ist wichtig für die Meinungs- und Debattenkultur in unserem Land. Aber genauso wie das Bundesverfassungsgericht ein weites Verständnis der Versammlungsfreiheit immer bestätigt hat, genauso hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die Versammlungsfreiheit ihre Grenzen eben auch in den Grundrechten und Rechten Dritter findet. Und wir finden, diese Grenze ist überschritten. Und das kann Frau Lemke auch nicht einfach relativieren. Und wenn man jetzt sagt, die Grünen sagen, das sei ja kein Problem, dann frage ich mich schon, warum Bundesminister Buschmann dann den richtigen Tweet abgegeben hat, dass er aus aktuellem Anlass noch mal darauf hinweist, dass der zivile Ungehorsam eben kein Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund in Deutschland sei. Das ist ein richtiger Punkt der FDP, Herr Minister, ist Ihr richtiger Punkt. Aber er richtete sich natürlich an Ihre grüne Amtskollegin. Und wir finden, das ist völlig zu Recht gewesen, dieser Hinweis. Und wir unterstreichen das auch an dieser Stelle. Und ich sage Ihnen, auch wenn Ihnen das nicht passt, so funktioniert Opposition in diesem Parlament, dass wir auch das Verhalten der Minister an dieser Stelle kritisieren. Und wir erwarten, dass sie unsere offenen Fragen dazu beantworten. Wir werden diese Themen weiter verfolgen. Herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. Konstantin von Notz für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hallo. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind bewegte Zeiten auch und gerade in der Innenpolitik. Rechtsextreme versuchen, die Verunsicherung der Bevölkerung in einer globalen Pandemie zu missbrauchen. Unsere Demokratie wird angegriffen. Der Rechtsstaat wird delegitimiert, Frau von Storch.
schlimmste Gewalt gegen die Polizei, der schreckliche Doppelmord von Kusel, der hat unser Land erschüttert. 1000 sehr schwierige, gewichtige, relevante Themen in der Innenpolitik. Und da ist es ja interessant, was die Union in einer der ersten Aktuellen Stunden hier beantragt. Und was beantragen Sie, was thematisieren Sie? Sie reißen, das hat die Kollegin Mihalic Ihnen aufs Deutlichste, Herr Amthor, erklärt, Sie reißen die Aussage einer Umweltministerin verfälschend aus dem Zusammenhang. Sie tun es jetzt wieder. Und Sie versuchen, die Innenministerin über die Veröffentlichung eines Aufsatzes anzuschmuddeln. Und das ist unterste Schublade, meine Damen und Herren. Dieses ganze Vorgehen, und das ja auch gestern in der Debatte, der Kollege Lindt hat es gesagt, zu Hanau, ist offenbar wichtiger fanden, ein Negative Campaigning zu setzen, als am Jahrestag über diese entsetzlichen rassistischen Morde zu sprechen. All das ist ein einziger Offenbarungseid innenpolitisch der CDU und CSU-Fraktion. Die Vorwürfe gegen Frau Faeser waren von Beginn an abwegig, Herr Kollege Amthor, und Sie wissen das. Die Zahl von kommunalpolitisch Aktiven, auch das ist gesagt worden, die mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes zusammenarbeitet, ist hoch, auch in der Union. Auch in der Union. Und Sie diffamieren so auch noch mit Ihren abwegigen Kampagnen Ihre eigenen Bürgermeister und ehrenamtlichen Politikerinnen. Das geht so nicht. Was ist des Pudels Kern? Was ist des Pudels Kern? In dem fraglichen Artikel macht Frau Faeser die rechtsextremistischen Beleidigungen und Bedrohungen des NSU 2.0 gegen sich öffentlich. Das ist das Thema dieses Aufsatzes. Das tut die damalige Landtagsabgeordnete, und Sie alle wissen das. Sie tut es in einem Bundesland, nämlich Hessen, in dem Ihr Parteifreund Dr. Walter Lübcke, ehemaliger hessischer CDU-Landtagsabgeordneter und Regierungspräsident, nach genau solchen rechtsextremistischen Bedrohungen von Rechtsextremisten ermordet worden ist. Einen solchen Vorgang, nämlich dass sich während einer Landtagsabgeordneten gegen diese ekelhaften, infamen und perfiden rechtsextremistischen Einschüchterungsversuche, ein solcher Vorgang verlangt unsere ganze parlamentarische Solidarität und politische Solidarität, meine Damen und Herren. Einen solchen Vorgang parteipolitisch zu instrumentalisieren und hier zu skandalisieren, das ist unterirdisch, und das machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Wenn das der neue Friedrich Merz-Style Ihrer Fraktion ist und wenn das Aufwärmen von Kampagnen der jungen Freiheit hier stilprägend wird, meine Kollegen der Union, dann gute Nacht. Dann gute Nacht. Ein Satz zur AfD. Sie stehen ja nun wirklich, Herr Hess, mit dem Flügel, mit Ihrer Jugendorganisation, mit Einzelpersonen, mit Ihren politischen Freunden, national wie international, im Fokus des Interesses sämtlicher Verfassungsschutzbehörden dieses Landes. Der neueste Kronzeuge gegen Sie heißt Jörg Meuthen, Frau von Storch. Jörg Meuthen. Ja, von der Gewalt auf Ihren Anti-Corona-Demos gegen die Polizistinnen und Polizisten in unserem Land hier mal ganz abgesehen. Dass Sie die Chuzpe haben, sich in einer solchen Debatte mit Kritik gegen irgendwen überhaupt zu Wort zu melden, das schlägt wirklich dem Fass den Boden aus, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, und ich sage das auch noch mal wirklich ganz deutlich, weil ich es wirklich finde, dieses Parlament, der Deutsche Bundestag, er braucht eine kritische, eine demokratische, eine inhaltlich kompetente Opposition, gerade in der Innenpolitik und gerade in solchen Zeiten. Eine deutsche Tea Party braucht kein Mensch in diesem Haus, kein Mensch. Und deswegen bin ich nicht bereit, sie aufzugeben. Herzlichen Dank.
Zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag hat nun der Kollege Philipp Hartewig für die FDP-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, hier zu stehen, hier zu reden, hier zu gestalten, ist eine große Ehre. Ehre und zugleich Verantwortung für unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat. Teil dieser Verantwortung ist es, unseren Rechtsstaat zu leben, zu respektieren, aber auch zu schützen. Zu schützen für Angriffen, egal aus welcher Motivation oder politischen Richtung. Und insofern kann ich Sie, lieber Kollege Amthor, beruhigen, nur weil wir in der Koalition richtigerweise den Rechtsextremismus als besondere strukturelle Gefahr für unsere Demokratie identifiziert haben und den Kampf dagegen intensivieren, gilt weiterhin: Kampf und Abgrenzung gegenüber jeglichem Extremismus ist Identität unserer Koalition, egal ob von rechts, aus religiösen Gründen oder von links. Extremismus gilt es zu bekämpfen, und das werden wir tun. Demokratie zu schützen bedeutet aber auch, Versammlungsfreiheit als elementaren Teil unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung politisch zu respektieren. Und die letzten Monate haben gezeigt, dass die Versammlungsfreiheit unter Druck steht, egal ob oder egal aus welcher politischen Richtung oder als diese genutzt oder gereizt wird. Dabei ist auch klar geworden, pauschale Einschränkungen der Versammlungsfreiheit schaden unserem Rechtsstaat und gehen nach hinten los. Grundsätzliche Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, indem beispielsweise pauschale Beschränkungen von Teilnehmerzahlen im Rahmen der Corona-Maßnahmen vorgenommen wurden, haben zulässigen Protest, aber auch Gegenprotest mitunter sehr erschwert. Dabei ist es besonders wichtig, dass größere Kundgebungen einerseits abgehalten werden, andererseits auch unmittelbar aber vom Gegenprotest auf diese reagiert werden kann, eben auch in einer Pandemie. Und die in unserem Verfassungsstaat so bedeutsame Versammlungsfreiheit zeichnet aus, dass unterschiedlichste Anliegen gemeinsam friedlich vertreten und kundgegeben werden können. Diese Freiheit endet aber dort, wo Rechte und Rechtsgüter anderer erheblich beeinträchtigt werden. Wer sich nicht an Recht und Gesetz hält, kann sich auch nicht vollständig auf die Versammlungsfreiheit berufen und hat die folgenden Sanktionen als Konsequenz zu tragen. Und dabei bin ich schon bei den Straßenblockaden. Das Lahmlegen des Verkehrs ist maximal ein geeignetes Mittel, um sich des Unmuts des gesamten Volkes sicher zu sein. Die Blockierer schaden damit vor allem denjenigen, die die Folgen der Blockaden unmittelbar betroffen sind. Berufspendler, Rettungsfahrzeuge, Handwerker, Zulieferer, also all diejenigen, die dringend gebraucht werden. Die Blockierer schaden aber auch dem demokratischen Diskurs, indem sie die Sachebene für ihre Anliegen verlassen. Straßenblockaden sind nicht nur rechtswidrig, sie sind auch eine Respektlosigkeit gegenüber all denjenigen, die unser Land tagtäglich am Laufen halten. Die Gesellschaftsaufgabe Demokratie ist für ein Funktionieren an einige Werte gebunden. Werte, die wir Bürger selbst mitbringen müssen. Vertrauen, Freiheitsliebe, aber auch Normtreue. Werden solche Normen immer wieder bewusst überschritten und wird dieses Überschreiten bagatellisiert, so schadet dies auf Dauer dem demokratischen Diskurs und somit unserer Demokratie. Und genau jener Schaden wäre insbesondere Verfassungsfeinden willkommen, wo beispielsweise Rechtsextremisten als Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich genau die Freiheiten jener Ordnung, die sie bekämpfen, zunutze machen und im Netz wie auf der Straße versuchen, verunsicherte und wütende Bürger zu radikalisieren. Gegen die rechtsextremen Bedroher unseres Staates kommen wir mit entschlossenen Vorgehen voran, mit allen präventiven und repressiven Instrumenten, die sinnvoll, möglich, aber auch nötig sind in unserem Rechtsstaat. Und natürlich gilt das Vorgehen auch den anderen verfassungsfeindlichen Bestrebungen in unserem Land, so auch dem Linksextremismus.
Und Linksextremismus ist kein aufgebauschtes Problem, sondern nicht nur in seinen zunehmend gewaltbereiten Facetten eine ernsthafte Bedrohung für Gesundheit und Eigentum des Einzelnen und für den Bestand unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung insgesamt. Systematische Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten beispielsweise als Repräsentanten unseres Staates oder Brandstiftung unter dem Deckmantel anarchistischer oder kommunistischer Ideologie sind nicht zu verharmlosen und ihren Zusammenhang aufzuklären. Wir treten allen verfassungsfeindlichen, gewaltbereiten Bestrebungen entschieden entgegen. Und so werden wir in dieser Legislatur im Wissen um die Vielzahl der Bedrohungen unserer Freiheit gegen verfassungsfeindliche Strukturen vorgehen. Wo der Grundsatz Prävention vor Repression an seine Grenzen kommt, wird eine gut aufgestellte Sicherheitsarchitektur den Gefahren der Freiheit immer mindestens einen Schritt voraus sein. Und eben auch für die Ausgestaltung dieser Instrumente ist es wichtig, auf keinem Auge blind zu sein, die Bedrohungen immer wieder und ehrlich zu benennen. Mit Ehrlichkeit und den richtigen Instrumenten im Rahmen einer ausgeglichenen Freiheits- und Sicherheitsbilanz werden wir alles dafür tun, dass die Akteure im Rechtsstaat ihre Arbeit machen können und die angestrebte Extremismuseindämmung am Ende Erfolg haben wird. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Matthias Helfferich von der Tribüne, bitte. Kleinen Moment, die Uhr läuft noch nicht, das Mikrofon muss ich noch. Sie wird gleich nicht mehr laufen, sondern es wird alles. So, versuchen Sie es nochmal. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Als der DDR-Bürgerrechtler und Literaturwissenschaftler Peter Krause im Jahr 2008 von der CDU als Thüringer Kultusminister vorgeschlagen werden sollte, startete schnell eine Kampagne von SPD und Linken gegen den Bewerber um das Ministeramt. Doch was war passiert? Der ehemalige Bürgerrechtsaktivist Krause hatte 10 Jahre zuvor für lediglich 4 Monate in der liberal-konservativen Wochenzeitschrift Junge Freiheit publiziert. Und was war die Konsequenz? Die Linken hetzten, man verfolgte Krause bis ins Private hinein und Krause zog sich vom angestrebten Amt als Kultusminister zurück. Die CDU Thüringen stärkte ihm selbstverständlich nicht den Rücken, sondern erzitterte vor der linken Medienmacht, war sie doch damals schon ein Verein vom pseudokonservativen Waschlappen. Der damalige thüringische SPD-Chef Christoph Matschi erklärte so dann siegessicher und hämisch feixend über die Rückgratlosigkeit der CDU, den Mann kann man nicht auf die Thüringer Schüler loslassen. Und heute debattieren wir über eine Frau, die auf unsere Sicherheitsbehörden und unsere Polizisten losgelassen werden soll. Nancy Faeser publizierte für ein vom sogenannten Verfassungsschutz als linksextrem eingestuftes Magazin. Dies nicht wie Krause 10 Jahre zuvor, sondern jüngst als Chefin der hessischen SPD. Wissen Sie, ich bin wahrscheinlich der letzte Abgeordnete in diesem Hause, der etwas auf die Bewertung eines zum Regierungsschutz pervertierten Verfassungsschutzes gibt. Aber wissen Sie, was mich umtreibt? Es ist die selbstgefällige Doppelmoral, die sich im Fall Faeser breit macht. Es ist die Doppelmoral, die friedliche Spaziergänger und Kritiker der Corona-Freiheitsbeschränkung als Staatsfeinde einordnet und Klimaaktivisten die Straßen blockieren und die anständigen Leute auf dem Weg zur Arbeit behindern, zu Umweltschützern verklärt. Lassen Sie die friedlichen Spaziergänger in unserem Land in Ruhe und kümmern Sie sich um die verfassungsschutzrelevanten Vorgänge in der Bundesregierung. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Sonja Echwede das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Alles staatliche Handeln ist an Recht und Gesetz gebunden. Ich freue mich, hier die Standpunkte meiner Partei noch aus rechtspolitischer Sicht ergänzen zu können, denn die Überschrift des Themas Rechtsstaat wahren und Demokratie schützen soll auch in dieser Debatte nicht zu kurz kommen. Wir haben hier einigen aktuellen rechtspolitischen Anlass, um dieses Thema entsprechend zu beleuchten. Erstens, an Rechts und Gesetz hat sich jeder in diesem Land, in unserem Land zu halten, im Übrigen auch ein bayerischer Ministerpräsident. Zweitens, unser Ziel und unsere Überzeugung als Ampelkoalition und als SPD-Fraktion ist es, den Rechtsstaat zu schützen und zu hüten und auch die Demokratie zu schützen. Denn nur zusammen kann dies gedacht werden.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, ich bin doch etwas überrascht, dass in dieser Debatte gar keine selbstkritischen Worte bei der Frage auch des Rechtsstaates gerade in diesen Tagen hier von Ihnen angebracht werden. Denn ich beziehe mich hier auf folgenden jetzt doch rechtlichen Sachverhalt. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr beantragte ein Osnabrücker Staatsanwalt, der zugleich CDU-Mitglied ist, einen Durchsuchungsbeschluss für das Bundesjustizministerium, der durch einen Amtsrichter erlassen wurde, der auch CDU-Mitglied ist und von der niedersächsischen Justizministerin Havlitzer, CDU, gebilligt wurde. An sich ist das gar kein Problem, aber dieser Durchsuchungsbeschluss wurde beantragt, um ein Dokument zu erhalten, das sich bereits in der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft befand. Darauf folgte eine regelrechte Kampagne gegen den Kanzlerkandidaten meiner Partei ihrerseits. Es ist noch keine Entschuldigung diesbezüglich erfolgt. Denn vergangene Woche erklärte das Landgericht Osnabrück eben diesen Durchsuchungsbeschluss für offensichtlich rechtswidrig. Das Beweismittel wurde wie vorgeschrieben vorher nicht schriftlich angefragt im Ministerium. Es lag keine Eilbedürftigkeit vor und keine Dringlichkeit. Es war nicht erforderlich, eben da sich das Schriftstück bereits in der Akte befand. Es war ferner unangemessen, da es nicht im Verhältnis die Auswirkung zu der Durchsuchung stand. Das ist alles in dem Beschluss des Landgerichtes drin. Die Maßnahme sei ferner geeignet gewesen, ich zitiere den Beschluss, dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Institutionen einen nicht unerheblichen Schaden zuzufügen. Zitat Ende. Die Durchsuchung eines Bundesministeriums ist ein beispielloser Vorgang und natürlich von erheblicher politischer Brisanz, gerade kurz vor der Bundestagswahl. Dies wirft erhebliche Fragen an die CDU-Justizministerin in Niedersachsen auf. Es steht nichts weniger hier in Verdacht als einer politischen Parteinahme im Raum, um den laufenden Wahlkampf einzugreifen. Die Union steckt hier knietief in einem Justizskandal und redet über Rechtsstaatlichkeit. Der neue Vorsitzende Ihrer Fraktion und Parteivorsitzende und auch weitere führende Unionsmitglieder haben keine Gelegenheit ausgelassen, diesen erwiesenermaßen rechtswidrigen Skandal für den Wahlkampf zu instrumentalisieren. Dies ist unwürdig und bedarf eben einer Entschuldigung. Zudem trägt hier auch der Vorsitzende der CDU nun Verantwortung, diesen Vorgang aufzuklären und nicht länger hierzu zu schweigen. Andernfalls ist dies doch unvereinbar mit dem Selbstbild der Union, eine Rechtsstaatspartei zu sein. Und über den Rechtsstaat reden wir hier doch. Aber das Recht funktioniert nicht als Einbahnstraße, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Ampelkoalition hingegen haben wir uns vorgenommen, den Rechtsstaat in allen Gewalten zu stärken. In der rechtsprechenden Gewalt werden wir Gerichtsverfahren modernisieren und einfacher zugänglich machen. Wir werden den Pakt für den Rechtsstaat neu auflegen und um Digitalpakt ergänzen. Wir werden in der ausführenden Gewalt Behörden und Ministerien Verfahren beschleunigen, die Digitalisierung vorantreiben. Und im Parlament werden wir für bessere Transparenzregelungen sorgen, damit auch Maskenskandale, wo viele führende Unionspolitiker beteiligt waren, nicht wieder vorkommen. Ich komme zum Schluss. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie Ihre Rolle in der Opposition finden, dass Sie das Geschehene aufklären und dass Sie uns bei den eben genannten wichtigen Vorhaben für Justiz und Rechtsstaat unterstützen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir leben in herausfordernden Zeiten. Diesen Satz hört man heutzutage so oder so ähnlich in fast jeder zweiten politischen Rede. Die gute Nachricht ist, es ist eine echte Chance für Politik, weil Politik kann in diesen Zeiten zeigen, was sie kann. Sie kann zeigen, dass sie wirksam ist. Und das sage ich nicht zuletzt im Hinblick auf die Ereignisse in der Ukraine oder auch um die Herausforderung, die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden. Und ja, auch die Bundesregierung, die Ampelparteien haben diese Chance, Vertrauen bei den Bürgern für uns alle in der Politik zurückzuholen. Und der Staat, der war ja durchaus vollmundig. Es soll ein Aufbruch in eine neue, in eine moderne Zeit sein. Und ich will Ihnen konstatieren, ja, neu ist es in der Tat. Weil neu ist offensichtlich, dass unter dem Deckmantel einer Ideologie mittlerweile alles erlaubt scheint. Und Entschuldigung, auch in dieser Debatte. Anders kann ich Ihre Redebeiträge aus den Ampelparteien in der Wortwahl, in der Aggressivität und in der verbalen Übergriffigkeit nicht deuten. Und jetzt auch mal zu den Beispielen. Die grüne Umweltministerin Lemke verteidigt Autobahnblockaden von Linksextremen in Berlin. So. Und Kollege von Notz, doch, ich habe es gelesen. Es ist eine Falschbehauptung, wenn Sie sagen, diese Aussage, die wurde aus dem Zusammenhang gerissen. Sie verteidigt das und es ist in dem Moment völlig egal, ob durch diese Blockade Ärzte kommen, Sanitätsfahrzeuge kommen, ob Menschen pünktlich zur Arbeit kommen. Und es ist im Übrigen auch egal, dass da eine Straftat begangen wird. Das zweite Beispiel. Die SPD-Bundesinnenministerin Faeser publiziert im Dezember einen Beitrag im Magazin einer linksextremistischen Vereinigung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Jetzt ist es schon verwunderlich, dass das überhaupt passiert. Aber wissen Sie, was mich beschäftigt? Mich beschäftigt, dass eigentlich der Umgang mit diesem Vorgang heute beschämend ist. Weil sie sagt, als Bundesinnenministerin würde ich das so nicht mehr machen. Widerlegt ja auch ein bisschen das, was Sie uns heute die ganze Zeit erzählen. Und heißt gleichzeitig umgekehrt, wenn ich morgen wieder normale Abgeordnete bin, dann würde ich das wieder machen. Und jetzt muss man aber dazu wissen, dass diese linksextremistische Vereinigung, die hinter diesem Magazin steht, dass das eine Vereinigung ist, die wirft Brandsätze auf Polizisten, Steine auf Polizisten, die zündet Autos an, die besetzt Wohnungen und Häuser. So. Und da will ich Ihnen von der SPD schon mal sagen, Sie haben im Wahlkampf mit Respekt geworben. Und die eigentliche Frage ist doch dann schon, spätestens bei der Aufarbeitung dieses Vorgangs, wo ist eigentlich der Respekt gegenüber den Polizeibeamten im Land? Wo ist eigentlich bei der Aufarbeitung dieses Vorgangs der Respekt gegenüber denjenigen Personen, deren Eigentum beschädigt worden ist durch linksextremistische Gewalt? Und auch ein drittes Beispiel noch. Schauen wir uns doch mal Ihre Praxis der Stellenbesetzung an. Auch dort gönnt sich die Ampel einen großen Schluck aus der Pulle der Ideologie. Im Auswärtigen Amt bei Annalena Baerbock, da kommt jetzt die Geschäftsführerin von Greenpeace International zum Einsatz und wird dort Staatssekretärin. Greenpeace im Übrigen eine Organisation, die ja auch immer nach dem Motto agiert, der Zweck heiligt die Mittel. Wie soll das eigentlich in einem Regierungsamt tragbar sein? Und im Wirtschaftsministerium, da ist es nicht anders. Ein ATTAC-Gründer kommt dort zum Einsatz und ein Energielobbyist. Und wissen Sie, Sie haben sich in der Opposition immer stark gemacht für ein Lobbyregister. Und ehrlicherweise muss man sagen, heute führen Sie es ad absurdum, weil bei Ihnen werden die Lobbyisten Staatssekretäre. Und deshalb, meine Damen, meine Herren, ich bin schon bei meiner Aussage am Anfang. Es sind herausfordernde Zeiten und wir alle können etwas für die Glaubwürdigkeit der Politik tun. Mit diesen Stellenbesetzungsagien
Und mit dieser Debatte heute und auch Ihrer Ignoranz gegenüber dem eigentlichen Problem werden Sie das allerdings nicht erreichen. Danke. Die Aktuelle Stunde ist beendet. Ich bitte einen Moment noch um Ihre Aufmerksamkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Aufgabe der Präsidentin und der sie vertretenden und sitzungsleitenden Vizepräsidentinnen und Präsidenten ist es, die Würde und das Ansehen des Hauses zu wahren. Ich mische mich nicht in die inhaltliche Auseinandersetzung der Aktuellen Stunde ein, deshalb habe ich die Aktuelle Stunde auch erst beendet. Ich stelle aber hier fest, der Deutsche Bundestag hat nicht nur in dieser Legislaturperiode, in der 20. Legislaturperiode, sondern auch in den Legislaturperioden zuvor, wenn wir Anlass hatten, Opfer von terroristischer Gewalt zu betrauern, uns damit auseinanderzusetzen, warum es zu diesen Straftaten kommen konnte, wie die Aufklärung dieser Straftaten vonstatten gegangen ist, über die Erfolge und die Fehler, die es dort gegeben hat, hat der Deutsche Bundestag immer nicht nur debattiert, sondern sich in Würde damit auseinandergesetzt. Dazu gehörte auch, dass jedem Opfer mit seinem Namen und seinem Schicksal hier gedacht wurde. Und ich erinnere mich an die bewegende Debatte vom 24. Juni 2021, als wir hier den Abschlussbericht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz nicht nur zur Kenntnis genommen haben, sondern namentlich, natürlich, jedes einzelnen Opfers gedacht haben, so wie es im Übrigen auch im Dezember, als der Anschlag damals geschah. Viele sehe ich hier im Rund, die auch damals schon Mitglieder des Bundestages waren, auch entsprechend hier im Bundestag und in der gemeinsam abgehaltenen Gedenkveranstaltung am Breitscheidplatz stattgefunden hat. Das halte ich hier für das Protokoll fest, ohne mich in irgendeine Debatte und Kontroverse hier einzumischen. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.